Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode von Let's Play Xenonauts 2. Genau, wir waren gerade zurückgekommen vom Stürmen. Das ist ein Kundschafts, das war. Nee, Moment, wir schauen nach. Wie heißt das UFO? Ein Beobachter war es, genau. Und haben gerade die ersten Chrysoliden entdeckt. So, jetzt haben wir hier noch ein Zerstörer, den wir abgeschossen haben. Da müssen wir auch noch ein Kampfteam hinsetzen. Das machen wir natürlich auch direkt. Wir müssen nur gerade nochmal gucken, dass wir Leute ausrüsten. So, ich habe es auch gerade nochmal angepasst, dass meine Leute wieder richtig stehen. Habe jetzt hier die Verwundeten ausgetauscht gegen andere Leute. Ich habe ein paar auf Vorrat. Dann nutzen wir die auch. Und jetzt geht's mal los. Das ist wieder so eine Mission, die wir eigentlich schon kennen. Die werde ich wieder skippen, weil wir offline spielen sozusagen. Also sehen wir uns dann gleich zum Debriefing. So, also es lief ganz gut eigentlich. Zwei leicht Verletzte. Das ist annehmbar und haben 18 Sektoren ausgeschaltet, wobei einige auch beim Abschluss schon hinüber waren. Also sehr gut gelaufen, alles soweit. Noch keine Sektoren. Ah, okay, anscheinend habe ich noch nie betäubt gehabt. Habe ich nicht die Mission gemacht. Alles klar. Achso, was ich eigentlich noch machen wollte. Das hatte ich jetzt auch schon gemacht. Achso, genau. Ich hatte nämlich letztens das Spiel beendet und irgendwie hat er nicht gespeichert. Das heißt, ich musste die letzte Runde von der UFO-Mission aus dem Spielstand der. Nee, aus der letzten Episode nochmal spielen. Das ist kein Riesending, aber irgendwie speichert der auch beim Ironman nicht immer alles ab. Muss man gucken, dass man. Weiß nicht, irgendein Bug. Keine Ahnung. Ein Ticken zurück dann. Naja. So ist es halt manchmal. Jetzt wollen wir die Quantenantenne. Das kann ja echt nur nice sein. So. Neues Dropship, sehr nice. Ja. Also es kratzt natürlich die Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, wie schnell das Standding war. 12 Leute, 2 Fahrzeuge maximal. Das ist schon ganz nett. Und hier auch Überschallgeschwindigkeit. Passt nicht ganz zur Form, würde ich sagen. Aber vielleicht ist das auch durch irgendwelche Alien-Technologien dann wieder okay, dass man mit so einer Form Überschall fliegt. Generell die Schnauze hier ist sehr, sehr, sehr aerodynamisch, würde ich mal sagen. Nicht. ja. Genau, ist auch so hier, die können gedreht werden, diese sind so eine Art, ja. Es gibt ja diese Flugzeuge von den Amis, ne, die auch hier seitlich so riesige Propeller haben, aber auch so leichte Flügel und an Flügeln dran. Und diese können ja auch wie ein Hubschrauber landen, aber halt auch relativ schnell fliegen. So in die Richtung geht es vom Prinzip her. Naja. Jetzt kommen wir ja ganz gut hinterher hier mit den ganzen Erforschungssachen. Ach komm, ich das Verhör gerade mit. Das ist aus der raus. Wir können ja gerade mal schauen. Fahrzeuge bauen. Flugzeuge meine ich. Dragonfly, genau. Ja. Und nicht teurer als der Phantom. Ticken teurer von den Regierungen her. Aber gerade sind wir auch gut aufgestellt. Aber jetzt lässt das sehr viele UFOs uns geholt haben. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, hier wieder Platz zu haben und vor allem das Geld zu haben. Ich kann gerade noch Geld schon mal gucken. Also ich komme immer mehr zu dem zu der Einschätzung, dass man einfach alles verkaufen kann, was man nicht selber verwendet. Anscheinend haben die auch so einen Mindestwert, was die immer geben. Also anfangs sind Mehrwert und später fällt es ab. Und irgendwann hat man so einen Minimalwert von 4000, den man dann doch noch bekommt. Ja. Vielleicht gar nicht so schlecht. Gefangener Psione.
Wobei ich will die mal aufnehmen, weil einer davon müsste theoretisch so ein blauer sein. Vielleicht brauche ich den mal irgendwann noch, aber hier die Magnetgewehre brauche ich nicht. Die Plasmagranaten eigentlich auch nicht, weil ich kann die eh nicht verwenden. Kommen wir schon langsam in die richtige Richtung. Das reicht noch nicht ganz, aber das wird schon. Oh ja, 500.000. Jetzt hat dieses Salvagen, wurde es hier gemacht. Ah, okay, jetzt habe ich auch den Bericht zu dem sehr kleinen Jäger bekommen. Sehr schön. Ja gut, also auf jeden Fall, das sind jetzt eigentlich nur Antriebe mit Waffen, wird hier beschrieben, und nur ein Mann Besatzung, also ein Pilot. Und wenn die abstürzen, sind die sehr, sehr zerbrechlich und deswegen hat der Pilot keine Überlebenschance. Tralala. Hier wird noch erwähnt, dass die halt auch wirklich alles in die Luft jagen und man aber aufpassen sollte, die in Ruhe zu lassen, weil die dann vielleicht irgendwie Zivilflugzeuge jagen könnten, was die Panikstufe erhöhen könnte. Also mal gucken. Ich sollte auch mal in Asien drüben mal einen Stützpunkt bauen, um die Panikstufe dann zu verringern. Aber gerade das Geld noch Mangelware. Hier sieht man übrigens die Panikstufe. Fortschritt Endspiel, ist ja eigentlich auch spannend. Quantenantenne ist abgeschlossen. Okay. Gucken wir mal hier auf die blauen Kreise, wie weit die sich jetzt ausweiten. Gar nicht. Fragezeichen. Egal. Aber wir haben jetzt hier neue Informationen, oder? Hatten wir die vorher auch schon? Kundschafter. Wollte man nur das gehabt, ne? Keine Ahnung. War die Mission vorgesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Schau mal gerade nach Sekunde. So, ich habe mal gerade ein altes Video geschaut. Also Klasse wird angezeigt, oder wird früher angezeigt, Escort-Klasse wurde angezeigt, Mannschaft nicht, Mission nicht, Größe. Größe wurde auch angezeigt. Escort-Größe wurde nicht angezeigt, meine ich. Tempo wurde angezeigt, Flughöhe und Kurs. Also ich korrigiere mich, die Klasse wurde nicht angezeigt. Genau, die Größe war oben. Dann war die Escort. Genau, Größe, Escort-Größe. Genau, eigentlich wurde das hier unten angezeigt. Das hier oben ist alles komplett neu. So rum sieht es aus. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich es. Wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall ein kleiner, also ein Aufklärer. Ja gut, dann können wir direkt die Abfangjäger losschicken. Die sind immer noch angeschlagen. Warum eigentlich? Schweinerei. Ja, das akzeptieren wir jetzt einfach. Ich überlege jetzt gerade. Ich denke halt, dass es nach wie vor Sinn macht, die Mission zu machen, einfach weil man die Legierung braucht. Und man kriegt ja auch ein bisschen Geld durch das Zerstören. Ich werde das mal machen. Ich werde es eh wieder praktisch spielen, ohne es aufzunehmen. Und den werde ich jetzt nicht austauschen. Und der ist mir auch stark genug. Also nehme ich aber die Leute mit, wie sie sind. Genau. Gut, ich melde mich dann wieder zum Debriefing oder wenn irgendwas Spannendes passiert, dann nehme ich auch auf. So, Mission abgeschlossen. Drei Verletzte. Damit kann ich leben. Was ist hier für eine Medaille? Okay, hat vier Leute abgeschossen.
Leute leveln weiter, sehr schön. Hier, guck mal, sogar alle sechs. Hier unten auch alle sechs, sehr schön. Hier oben auch, also die Leute sind schwer am Leveln. Man merkt ja einfach auch, wie viel besser die mittlerweile sind als am Anfang. Aber was das der krasseste Unterschied sind natürlich einerseits die Waffen und vor allen Dingen die bessere Rüstung. Weil die Leute jetzt einfach ein paar Schüsse überleben. Ah, genau, sorry. Jetzt geht's hier weiter. Fahrzeuge, nee, Flugzeuge. Jetzt bauen wir uns mal einen Dragonfly. Und danach müssen wir uns auf jeden Fall noch mehr Rüstung bauen, damit wir möglichst alle mit der Wächterrüstung ausstatten können. Aber aktuell sind alle von mir mit der Wächterrüstung unterwegs, außer dem Sniper. Aber auch beim Sniper würde ich es auf Dauer überlegen, das mitzunehmen, einfach weil, ja, es ist halt blöd, wenn er halt mal stirbt, weil er doch beschossen wird. Und mit den 30 durch die Wächterrüstung plus die 5 durch diese Platten, die man noch hat. Das macht halt einfach einen riesen Unterschied. Also One-Shotten ist da eigentlich fast. Ich glaube, es ist aber nicht mehr möglich. Ich meine, theoretisch durch eine krasse Salve oder so wäre es noch möglich. So, Sektone. Den Text können wir sparen anscheinend. Aber ein Bild gibt es immerhin. Ja, wir ziehen es aber hier durch, ne? Die Elektronik. Und dann mal weiter. Genau, wir produzieren jetzt nichts Neues, weil wir kein Geld haben. Wobei, wir können uns Geld besorgen, dann können wir Rüstung produzieren. Weil vielleicht sogar Waffen wichtiger wären, gell? Ne, brauchen wir gar nicht, um noch einige beschleunigte Gewehre auf Vorrat, glaube ich. Verteidigung, ne, Rüstung nicht verkaufen. Cyberdrohnen, fuck. Ich glaube, da fangen wir an. Genau, und tun hier unten auf die ganzen Leichen weiterarbeiten. Gefangenen behalten wir nochmal. Ich glaube nicht, dass wir noch brauchen, aber mal schauen. Genau. 152, das sind drei Rüstungen. Drei Stück. Bald müsste auch der Monat zu Ende sein. Vielleicht reicht es noch. Nee, reicht es nicht. Fortgeschrittenes Lasergewehr. Das 40.000. Ja gut, die produzieren sehr Geld, wenn sie nichts anderes produzieren. Können wir wieder ein Lasergewehr mit reinpacken. Also mittlerweile, ich muss sagen, mit diesen Wiederaufladezellen sind die schon okay mit den 5er Größen, ne? Das passt schon. Man schießt ja in der Regel eh keine wirklichen Salven. Das macht meistens keinen Sinn. Mit den Gewehren, die treffen einfach zu schlecht die Salven, deswegen ist das okay. Ja, ich gehe gerade mal durch, was man noch Tolles machen könnte. Ich meine, theoretisch könnte ich auch das fortschrittliche Medikit irgendwann mal machen. Betäubung, Schlagstöcke halte ich gar nichts von. Hiervon noch mehr weiß ich nicht. Ja, ich könnte das hier mal machen irgendwann, ne? Dass die Bugs in Dinge, in Drohnen umwandeln und die einfach mal auf den anderen Stützpunkt packen. Dass, falls sie angegriffen wird, ich ihn auch verteidigen kann. Ob das dann klappt, weiß ich natürlich nicht. Aber das wäre vielleicht mal eine Aktion, die ich machen könnte als nächstes. Flugzeuge bin ich eigentlich jetzt fertig. Ein guter Punkt, Flugzeuge. Wir können. Hier ist unser neuer. Okay, weniger Platz drin, aber trotzdem mehr damit nehmen. Also, der ist hier wohl auch kleiner als der alte. Und das hängt wohl damit zusammen, dass hier einfach weniger Tanks drin sind bei dem neuen. So,
Flugzeug ausmustern. Verkaufen ist auch eine Übertreibung des Jahres und so. Aber gut, ist egal. Genau, und da müssen wir es gleich noch die Leute zuweisen, wenn es dann losgeht. Ist nicht so viel Deckung beim Aussteigen, aber da muss man klarkommen. Vielleicht nehme ich dann zwei Sniper mit. Ich glaube, ich belasse es bei einem. Gefühlt sind die nicht so klasse. Vielleicht einen zweiten Sturmsoldat könnte ich mir vorstellen, aber auch die sind nicht so klasse. Und die MGs, ja, wobei mittlerweile schon besser, aber gerade wenn man jetzt gegen wie heißen sie, Schrecker oder was? Genau, Schrecker spielt, sind die halt echt nicht gut, die Maschinengewehre, weil die einfach zu schlecht treffen. Also ich bin ein sehr großer Rifle-Fan. Ja, lass mal weiterlaufen. So, Alien-Elektronik ist fertig. Ja, steht ein Haufen technischer Kram drin, der könnt ihr euch gerne selbst durchleben, wenn ihr wollt. Dann macht einfach eine Pause. Also nichts Besonderes. Mal gucken, was es uns wirklich bringt. Gauss-Waffentechnik, Schleicherrüstung, fortgeschrittene Betäubungswaffe. Okay. Das klingt gut. Jetpack und ein fortgeschrittenes Taktikmodul. Das klingt ja sehr gut. Ja, Gauss-Waffen klingt am wichtigsten. Wahrscheinlich sind dann die Weiterentwicklung von den Beschleunigerwaffen. Mal gucken, was steht denn dran? Ne, ist was ganz Neues, okay. Gut. Rüstung, Ausrüstung. Also ich muss sagen, das ist ja ganz spannend und so weiter, aber ich schätze mal, das wiegt auch was, ne? Aber bei 5, das geht noch. Ja gut, das ist wahrscheinlich vor allem Inventarplatz. Das hier ist mir aber jetzt erstmal wichtiger. Das normale brachte 3 oder so und das bringt 8. Also über sehr gut, das brauche ich. Ja. Aber Geld ist halt aktuell eine Mangelware. Aber dann wird sofort hier, also das Jetpack werde ich auch mitnehmen, denke ich, aber nicht direkt erstmal das hier, das Wichtige. Weil besser treffen ist echt gut. Wie oft hätte ich gerne ein Jetpack gehabt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ganz lustig, um mal über den Decken drüber gucken zu können, um dann runterzuschicken. Ich keine Ahnung. Vielleicht funktionieren die aber auch gar nicht so, sondern nur, dass man irgendwie wo drauf jumpen kann. Also ich meine, vertikale Bewegung klingt ja erstmal ganz gut. Ah, ne, geht's ja, hier steht's ja. Okay, Einheiten können nicht schweben, sondern müssen ihre Bewegung auf einem begehbaren Feld beginnen und beenden. Okay, uns verbraucht auch kein Inventarplatz. Na dann. Ja, kann man schon überlegen. Mal gucken. Wenn das Geld über ist, mache ich das wahrscheinlich schon. Also sparen wir erstmal hier auf die besseren Taktikmodule. Und gehen auf die Gauss-Waffen. So, also wir fassen mal zusammen. Wir haben leichte Rückgänge bei Sowjetunion und Pazifik. Insgesamt haben wir aber Plus gemacht, haben aber auch unsere Ausgaben erhöht. Und haben daher diesen Monat ein bisschen weniger bekommen als letzten Monat, aber immer noch
knapp 2,5 Millionen. Wir sehen nach wie vor, unsere größte Batzen ist der Unterhalt des Personals. Die Basen kosten aber auch gar nicht so wenig. Und die Jäger auch. Wobei ich aber sagen muss, mit den 4 Jägern fühle ich mich ganz gut ausgestattet. Ich könnte was überlegen, einfach nur irgendwo Radarstationen hinzupacken und gar keine Jäger dazu. Muss ich mir überlegen. Aber gerade habe ich so viel Zeug, was ich noch bauen kann mit dem Geld, dass ich gerade nicht um die neue Basis bauen würde. Vielleicht eine reine Radarstation wäre eventuell eine Option. Muss ich mir überlegen. Hat aufgenommen. Ich bin mir gerade unsicher. Sorry, vielleicht wiederhole ich mich gerade. Ansonsten Finanzbericht hier, ne? Leichter Rückgang, ansonsten als mehr. Insgesamt höhere Ausgaben. Ausgaben kommen primär aus Personal, Unterhalt der Gebäude, Unterhalt Flugzeuge, ist auch noch ein großer Batzen, aber ja, Personal die Hälfte, die anderen beiden jeweils ein Viertel. Und die Fahrzeuge können wir eigentlich vernachlässigen. Gut. Jetzt haben wir Geld, jetzt können wir Sachen bauen. Also machen wir jetzt erstmal Taktikmodul. Ich glaube, ich würde es allein mitnehmen, um es mal zu testen. Ich frage mich halt echt, ob ich dieses... Ja, aber als Medikit ist besser, das bringt irgendwie gefühlt gar nichts. Die Betäubungsgewehre, weiß ich gar nicht, ob man die verbesserten wahrscheinlich ersetzen, die einfach die alten, so wie ich das Spiel kenne. Das ist da ja recht großzügig in der Hinsicht. Ja, ich glaube, wir nehmen das hier nochmal mit. Basisverbesserungen. Das sind alles so keine Muss-Sachen, ne? Aber prinzipiell schon gut. Na komm, wir machen es mal. Komm, wir machen es einfach mal so. Dann können wir wegen Waffen überlegen. Pack mal gerade das Schiff voll. Ich habe mir gerade ein paar Leute reingepackt ins Flugzeug. Und also zwei meiner Schützen haben jetzt noch Gauss-Gewehre. Ich bin theoretisch auch noch ein weiteres Lese-MG über. Da Gauss-Gewehre, nicht Gauss-Gewehre, schön wäre es. Beschleunigtes Gewehr haben die. 2 Stück. Aber das heißt ja quasi, ich brauche keine, also 3 habe ich gerade gesehen, 1, 2, ja, 3 haben noch welche, aber ich baue nämlich wahrscheinlich Gauss-Gewehre und von da will ich jetzt keine neuen Lasergewehre bauen, sondern das Geld sparen. Und die Forschung ist ja auch in 5 Tagen fertig, ja, das denke ich ist richtig so. Vielleicht wäre echt nochmal hier drüben ein Radarstützpunkt ganz gut. Taktikmodul ist fertig. Wenn wir ganz kurz reingucken, das müsste jetzt ja wahrscheinlich einfach so laufen, dass man hier bei Modul es wieder versetzt. Genau. Sehr gut. Gibt hier an Abzügen. Was ist wert? Aber die Leute, wenn sie überleben, schießen sie besser, wenn sie tot sind. Chatpacks sind auch fertig. Guck mal gerade an, wie man das ausrüsten würde. Ah, kann man hier anklicken oder weg abwählen. Okay. Sehr schön. So. Ein Beobachter. Er wird direkt abgeknallt. Ja gut, das akzeptieren wir jetzt einfach. Und dann würde ich mal wieder ein Team losschicken.
Das muss ich gerade erstmal positionieren. Sekunde. So, ich habe es ein bisschen umgebaut. Im Endeffekt, ich habe jetzt hier den Scharfschützen in die Mitte wieder gepackt. Hier vorne den Maas. Dann mit dem Stubensoldat und dem schweren Kämpfer. Ansonsten alles mit Schützen voll. Und dann gucken wir gleich, wie gut das läuft. Ich mal eine Tagmission draus. Ein Beobachter. Jetzt warten wir gerade noch kurz bis. Aha. Jetzt bauen wir gerade nichts hier. Ja. Und halt wirklich gerade nur Sachen, die sich nicht so richtig lohnen. Granaten könnte ich mir noch vorstellen. Das wollte ich ja immer machen, hatte ich gesagt. Dann gucken wir mal, wie viel Stück können wir davon bauen. Auch doch erst auch, wenn man Frax hat, okay, sehr gut. Ein Kundschafter mit zwei Kampfflugzeugen als Eskorte. Wir warten noch mal kurz. Gut, jetzt gehen wir mal hier hin und fliegen die Mission. Machen die Mission mit dem Dragonfly. Muss man gerade die Ausrüstung durchgehen. So, sind alle ausgerüstet. Ich habe, glaube ich, drei Jetpacks oder so ausgerüstet. Vor allem hier dem Scharfschützen habe ich eins gegeben, damit der mal sich vielleicht irgendwie eine tolle Schussposition bringen kann. Genau. Ja, gut, neun Leben verloren, das nehmen wir mit. Langsam werden es ein paar viele Gegner, gell? Dem hat die Rüstung auch noch gefehlt, ne? Deswegen warte ich noch ein bisschen. Aber jetzt kommt es erstmal zum taktischen Einsatz. Ja, ich denke, ich werde wahrscheinlich einfach hiervon noch das Sturm des UFO selber mitnehmen und den Rest wieder offline spielen. Aber langsam bräuchte ich mal eine Mission für die Episode, weil wir sind schon bei fast einer halben Stunde. Es kam noch keine Mission. Vielleicht ein bisschen viel. So, gehen wir hier rein, ne? Mal hier doch mal eine kleine Ansicht. So sieht unser neues Dropship in Real aus. Leuten die erste Mission. Gegner, die wir schon kennen, auf jeden Fall. Okay, diese Holzklötze sind natürlich sehr gute Deckung für ihn. Ja. Ich spule mal vor bis zum Sturm des UFOs. So, ich habe es doch einfach so gespielt. Hab mal wieder einen gefangen genommen. Man sieht, die haben jetzt mittlerweile auch nur noch Plasmawaffen dabei hier. Und hinten dadurch deutlich härter. Deswegen ist auch echt super wichtig, dass man die gescheiten Rüstungen hat. Aber die sorgen dann auf jeden Fall dafür, dass man auch nicht gewonshottet werden kann. Das ist schon sehr nice. Man sieht ja trotzdem drei Verwundete, aber das ist ja okay. Dafür haben wir die Rüstung, damit die Leute überleben. So, dann gucken wir, was da oben passiert. Ich glaube, den muss ich jetzt nochmal abfangen, einfach bevor das irgendeinen Quatsch noch macht.
80% Rüstung, 72% Gesundheit muss reichen. Ich kann nicht einschätzen, wie stark die jetzt sind. Ein Kundschafter. Okay. Will jetzt mal manuell kämpfen. Muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ich kann die auch anders platzieren, das gefällt mir. Genau. Mal gucken, wie gut es jetzt klappt. Er könnte jetzt theoretisch, ich versuche mal, ob ich den jetzt ausweichen kann. Vielleicht mit Afterburner an. Phantom 2 muss nach rechts wegrollen am besten. Okay, das gewinnt er schon mal sehr schön. Jetzt kann der auf den hier drauf gehen, während der hier weiter wegburnt. Könnte der Phantom 2 jetzt auch mal den Afterburner veranmachen. Ups, der muss noch. Oh, knapp. Knappe Geschichte. Schießt er nicht. Okay. Weil das ist in meinem Rücken, ne? Das ist halt. Wenn ich so jetzt dem ausweichen, ich habe keine Ahnung. Nicht nach links weg wollen. Hat nicht geklappt. Ah, ich habe den falschen gemacht. Ah, nee, ich bin trotzdem ausgewichen. Ich wollte den Phantom 4 ausweichen lassen. Und der hier soll mal schneller fliegen. Ja, ich bin verdammt. Ich denke, der sollte aber jetzt gewinnen eigentlich. Phantom 2 sollte vielleicht nochmal. Ich glaube, es kommt wie ein Schuss. Wir weichen nochmal aus. Ja, hat nicht geklappt. Oh, aber war es knapp. So, jetzt kann der auf den gehen. Also ein bisschen was kann man schon machen im Combat, ne? Also ist ja nicht. Die Anzahl der Raketen, die dabei haben, scheint aber auch sehr begrenzt zu sein. Phantom 2 könnte mal kurz in den Afterburner reingehen, jetzt nicht mehr. Jetzt bitte abdrehen. Und dann mit Afterburner weg. Und der kann sich jetzt umdrehen und den verfolgen. Nice. Okay, also man kann, wenn man selber steuert, schon einiges rausholen anscheinend. Ich habe es nicht alles perfekt gemacht, aber vom Grundgedanken her war es ganz gut, glaube ich. Man kann die Gegner auch ausmanövrieren, ne? Also beim Autobattle sind die beide komplett gestorben, selbst gefightet, ne? Habe ich nicht, also der eine wäre auch noch beschädigt gewesen, habe ich jetzt relativ wenig Schaden bekommen, sage ich mal. Das war schon ganz gut. Und der eine ist eigentlich die ganze Zeit nur weggeflogen. Aber ist ja okay. Das müssen wir kurz mal ganz langsam machen. Also muss ich eigentlich hier die nächste Mission fliegen? Ja.
Ja. Flugzeug starten. Hinter dir ein paar Leute verletzt. Die nehmen wir auch konsequent jetzt einfach raus. Bauen es mal gerade alles um. Wenn ich mir jetzt hier so anschaue, ich habe jetzt noch 7 Leute, die nicht im Schiff mit dabei sind. Davon sind aktuell 3 verletzt. Ne? Wenn ich davon ausgehe, dass ich immer wieder Verletzte haben werde, wird es irgendwann schon knapp, glaube ich. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr Soldaten auf Dauer. Aber gut, jetzt erstmal reicht es. Echt sehr nice, wenn die so viele Blendgranaten dabei haben, weil eigentlich lohnt es sich fast immer, eine Blendgranate auf den Gegner zu schmeißen. Einfach nur, damit er kein Reaktionsfeuer hat. Tatsächlich, die Pistole braucht kein Mensch, dann nehmen wir lieber mehr Blendgranaten mit. Mal gucken, vielleicht finde ich irgendwie einen anders, dem ich das gut geben kann. Dem hier zum Beispiel. Kann man eigentlich wird echt gar nicht genug von haben. Wobei ich dem jetzt hier, glaube ich, dann doch nochmal eine Stun-Pistole gebe. Ersatzmagazin brauchen wir eigentlich nicht. Genau. Und los geht's. Was echt praktisch. Ah, verbleibende Zeit. Ich muss nur lesen. Hier steht hier dran, wie lange ich Zeit habe, die noch zu holen. Okay, also von daher. Das sollte schon passen. Hier oben müssen jetzt mal langsam die Abfangjäger reparieren. Sind schon ganz schön im Eimer. So, ich skippe mal wieder einen Teil der Mission und zeige dann nun irgendwas Spannendes, hoffentlich. Also bis gleich. So, ich fange jetzt gleich an, das UFO zu stürmen. Ich wollte mal gerade zeigen, wie das hier aussieht, wie man mit Jetpack sich bewegt. Also genau so kann ich es zeigen. Hui. Leider fliegt man immer aus der Kamera, also aus der Ebene raus, in der man ist, weil man ja hochfliegt. Ein bisschen dämlich. Aber nur, dass man gesehen hat, man kann einfach praktisch über Hindernisse drüber jumpen. Also schon ganz nett. Ob es jetzt die 5 Gewicht wert sind, weiß ich nicht, aber auch nicht die Welt. Ich denke, wenn man die andere Ausrüstung, die man mitnehmen will, dabei hat, dann kann man schon machen. Also warum eigentlich nicht, gell? Der hat keine Zeit, dann halt mehr. Ja, ich denke, im Endeffekt wird auch, als ob keiner mehr rauskommen. Ich gehe jetzt einfach mal hier schön aus UFO und dann will ich das gleich stürmen. Dann nehme ich euch mal mit. Jetzt alles geklärt. Oh. Ja, so kann man sich täuschen, da kam eine raus. Aber man hat gesehen, ne, mittlerweile halten meine Leute auch schon ein bisschen was aus. 2 direkte Treffer. Also viel ungünstiger kann man eigentlich gar nicht dastehen. Irgendwas war da falsch in meiner Planung. Ich dachte eigentlich, dass der da aufmacht und direkt wen anders sieht, aber sieht halt direkt den. Lag jetzt aber vielleicht auch an der Sicht von dem. Und der hier ist fast tot. Ne? Der hat jetzt noch 8 Leben, das heißt, der droppt runter auf 3. Gut. Wir machen jetzt hier einfach mal auf, setzen den dahin, setzen ein paar Leute davor, die halt auch hier in Feuerbereitschaft irgendwas treffen können. Deswegen habe ich es gecheckt. Naja, geht es aber alles im Weg. Einsatz. Und so ein bisschen Distanz können reagieren, mal so. Wir müssen ganz sicher gehen, dass der auf keinen Fall noch einen Treffer abbekommt. Wenn sonst noch wer beschädigt wird, ist es halt so, aber wird keine Verluste haben. Vor allem keinen unnötigen. So.
Schon mal dahin nehmen. Ein bisschen Meat Shield spielen. So. Genau, da kommen die ganzen von hinten noch. Das wird auch ein Jetpack, genau. Und noch einem Jetpack. Ja, schon ganz praktisch, ne? So schlecht ist es nicht. So, damit ist die Blutung gestoppt. Ich glaube, dass jetzt hier mal einer rauskommt, aber passiert nicht. Geht die Tür wieder zu. Und jetzt stelle ich mich davor. Na, den ruhig hier in die Mitte. Den auch ruhig in die Mitte. Das MG habe ich immer ganz gerne. Okay, alle wieder auf Ausgangsposition. Oh Mann. Den nach hinten jetzt aber, weil der soll nicht mitbeiten. Ja, eigentlich war der Plan jetzt da, mich vor die Tür zu stellen und dann zu warten. Dass jemand rauskommt. Ich mach's dann nochmal so, weil ich leider den Missklick gemacht habe und die Tür geöffnet habe. War nicht so schlau. Jetzt auch gar nicht hin. Einfach, weil ich den setze ich meinen, weil er schlechte Rüstung hat. So. Die Tür will keiner ran. Nein. Was habe ich die dummen Zivilisten im Weg? Okay. Gut, zwei, fünf Gegner sind da drin. Okay. Blendgranaten. Das ist doch mal eine schöne Situation. Das ist echt heftig viel. Aber hier sind vier auf einem ziemlich krassen Haufen. Problem sind, dass diese Zivilisten im Weg sind. Das ist echt ein Riesenproblem. Glaube, ich lasse die Alpha jetzt erstmal verrecken. Ja, ich seh es gerade nicht funktionieren. Weil wenn ich jetzt da reinballer, dann baller ich die ganzen Zivilisten um. Das sollen die Aliens für mich machen. Ich habe die Info, dass hier massiv viele Gegner drin sind. Ne? Das ist ja auch schon was wert. Und ich nehme auch jeden mit, den ich habe, außer die beschädigt sind. Dann stehe ich mir auf die Seite, kann der gleich die Tür aufmachen oder so. Ich weiß, sieht ein bisschen dumm aus. Aber ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll ist. Außer die Zivilisten machen irgendwas, ich denke, dass was blöd wäre. Aber theoretisch müssten die jetzt eigentlich erst die Aliens dran sein. Ich schieße jetzt die Zivilisten ab. Und dann die Zivilisten dran. Genau so. Okay, jetzt aus dem Weg gegangen. Jetzt kann ich mir schon mal so eine Formation überlegen. Über den kann man ja drüber schießen. Die Frage, will ich den da haben, dass keine Granaten werfen? Er hat leider gar nicht alles richtig einsetzen, befürchte ich. Machen wir es erstmal so. Er kann keine Türen aufmachen, gell? Nee. Er hat dann noch genug Zeiteinheiten. Sehen wir noch einen Gegner? Warum sehen wir jetzt nur einen Gegner?
Gute Frage, wir wissen es nicht. Umständen ist hier, habe ich noch einen getroffen, ich weiß es aber nicht. So, den da an der Seite soll ich trotzdem abknallen. Aber dann lieber mit dem vielleicht. Ah, da ist es wieder im Weg oder was? Ach, Scheiße. So habe ich mir es vorgestellt. Ja, muss ich vielleicht doch einfach Platz machen und die Leute wieder rausfahren lassen, dass ich genug Zeiteinheiten habe. Ah ja, da ist noch einer. Ah, dafür haben wir Panzerung an. Frage ist halt, committen wir jetzt und gehen da rein oder versuchen wir wieder rauszukommen? Ich glaube, wir müssen sowieso rein. Der kann eigentlich nichts mehr machen, also geht immer aus dem Weg, dann kann der auch zurückfahren, der kann nämlich auch nichts mehr machen. Und jetzt kann ich Leute reinschicken, der hat noch 33 Zeiteinheiten, dann steht er da. Ja, raus mit dir aus dem Weg. So, wenn ich jetzt dahin gehe, kann ich auch nicht so viel machen. Ich brauche 41 für die Geschichte. Ich glaube, das lohnt sich. Vielleicht so auch mit der Quatsch hätte lieber wenn sichere Schüsse machen soll. Die Einschuss hat auch gereicht anscheinend. der da kann dann wieder raus. Der hier kann einfahren. Jetzt haben wir hier noch eine Tür, die tendenziell zum Problem werden könnte. Also der soll möglichst so raus, dass die anderen nicht beeinträchtigt werden. Von hier vorne könnten welche kommen. Die sind ein bisschen weiter weg. Die sind jetzt nicht so gefährlich. Ach, ich gehe jetzt einfach rein und setze mich vor die Tür. Oder stelle mich vor die Tür. Dann baue ich jetzt hier noch eine Schützenreihe auf, die quasi das nach hinten abdecken kann. Der hat noch ganz viele Zeiteinheiten. Der hat auch noch viele Zeiteinheiten. Ja, war jetzt ein bisschen Chaos-Move alles. Aber im Endeffekt hat es. Ah, ne, der darf nicht, genau. Der ist fertig. Ja, ich glaube, dann war es das auch. Der kann sich mal wieder umdrehen. Die Schrotflinte ist eigentlich sehr gut, bei sowas jetzt hier kam sie gerade nicht zum Einsatz, weil. Warum eigentlich nicht? Weil er hat eine Granate geworfen, ich weiß gerade gar nicht mehr. Kann gut sein, genau, der hat, glaube ich, die Granate hintergeworfen gehabt. Genau, deswegen habe ich die da aufgestellt. Vernichtet habe ich jetzt 4 Stück. Ich hatte 5 gezählt. Das heißt, es gibt noch mindestens 2 weitere Gegner. Der hat eine Granate am Start. Das heißt, wir machen die Tür auf. So, und jetzt gibt es hier wieder keinen Grund, keine Granate reinzuwerfen, wenn man eh so viel dabei hat. Also wenn es da in der Ecke noch einer ist, dann ist er halt betäubt. Der guckt mal hier rein.
sieht aber clear aus, das ist schön. Guck dir nochmal hier um die Ecke, da ist auch keiner mehr. Das heißt, hier ist der letzte Gegner. Ja, gut. Es gibt eigentlich keinen. Ich meine, ich kann jetzt einfach einmal draufballern und dann um die Ecke gehen. Ah, ich muss schwanken. Gut. Wenn ich jetzt eigentlich effizient den wegmachen will, dann gehe ich am besten einfach mit dem Typ mit der Schrotflinte hin. Jetzt mache ich erstmal ein paar Schüsse drauf. Vielleicht betäube ich ihn wirklich noch. Er hat noch Betäubungswaffen dabei. Ich habe schon alle verwendet, gell, die Leute. Der hier hätte noch eine. Na gut, dann probieren wir es erstmal so. Einen Schuss. Okay. Wofür Effekt? Da war tatsächlich noch einer. Gut, dann hat sich das erledigt mit dem irgendwem betäuben. Jetzt wird nur noch umgebracht, bitte. Ich kann den betäuben vielleicht noch. So, der könnte. Ja, der bringt es mal den um. Sollte eigentlich klappen. Na, mal gucken. Okay. Okay. Wird langsam wieder nervös. Wobei von. Und die Schrotflinte habe ich die ganze rausgeschickt, oder was? Hier. Ja, das sollte aber reichen. Ups, Leggy. So, alles verfehlt. Und jetzt versuchen wir noch mit Betäuben. Oder? Das ist so riskant. So ist es nicht riskant. Muss er noch irgendwie drankommen, falls der es nicht schafft, ne? Schafft er aber. Okay. Ja, aber die Blendgranate ist aber der absolute Hammer. Also ich kann jedem, der das Spiel auch mal spielen will, nur raten, nehmt vor allen Dingen Blendgranaten mit. Vielleicht habe ich den Rauchgranaten nicht genug Platz gegeben. Ich habe wahrscheinlich auch keine einzige geworfen, wenn ich drüber nachdenke. Aber die Sprenggranaten fand ich jetzt aber nicht so der Knaller. Und einfach diese Blendgranaten, weil die einfach die Gegner drücken und die dadurch zurückschießen können, ist so stark. Und die killen den ja auch noch die Hälfte der Zeiteinheiten zusätzlich. Die nächste Runde auch. Also super, super strong. Genau, wir haben zwei Verletzte und der eine schwer, ne? Aber er hat überlebt. Das zählt. Dann Purple Heart bekommen. Auch was wert. Also jetzt haben wir schon wieder zwei weitere Verletzte, ne? Das heißt, wir fliegen jetzt zurück und dann haben wir halt nur noch. Will ich gerade mal nachgucken. Genau, nur zwei Unverletzte danach. Und so zieht sich das. Oh, na ja gut, den lassen wir. Also im Mars beschädigt, der wird ja automatisch repariert. Ja, so ist das halt. Aber mein Gott. Dafür haben wir die Leute ja. Ich denke halt, dass es wahrscheinlich Sinn machen würde. Nochmal ein Quartier auszuheben. Und dann halt einfach auf diese Trainingskapazität vielleicht hochzugehen. Forschungsmäßig will ich bei drei Laboren bleiben, glaube ich, weil ich habe das Gefühl, dass ich noch mehr brauche. Oder? Ja. Es bringt ja eh nicht so krass viel mehr. Nee, ich werde das hier, glaube ich, Ah, Unterkünfte da. Unterkünfte bauen. Und dann nochmal eine Nano-Werkstatt dazu. Weil die
erzeugt dir im Zweifel Geld. Also deine Investition in die Zukunft. Energiemäßig habe ich durch dieses Upgrade eh anscheinend ausgesorgt mit den Alenium-Generatoren. Das sieht sehr gut aus. Gut, ich glaube, wir sind bei fast einer Stunde. Oder ich sehe es, wir sind bei fast einer Stunde. Und daher würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Episode. Ciao, ciao.